Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker, Andy. Wir spielen heute wieder eine schöne Runde Blues Monkey City. So, als erstes gehen wir zur Stadt 2. Werden farmen. Und dann werden wir ein bisschen was bei der ersten Stadt, bei der großen Riesen, bei der Großstadt, kann man so schon sagen. Werden wir ein bisschen, erweitern. XP-Partys, hier sehen wir gerade. Bald haben wir den nächsten Level. Wird nicht mehr lange dauern. So, haben wir hier was? Yo! Mooshammer! Ich schau mal in die Upgrades, ob wir da was machen können vielleicht. Was brauchbar ist natürlich, nicht irgendein Schwachsinn. Geh mal weg da! Sehe ja nichts, du Bauer. So. Oh, das brauchen wir alles nicht. Ah, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das kostet die 20.000. Holy moly! So. Wow. Also mit Upgrades sind wir schnell hier. Das kostet nämlich ein Vermögen. Und dann gehen wir zur ersten Stadt. Ups. Jetzt haben wir mich verdrückt. So, müssen wir reconnecten. Und dann geht's ab. Als erstes wird einmal kassiert. 2, 4, 6, 8, 10, 11.000 kriegen wir da schon. Durch die Felder und es wird noch mehr werden. Liebe Leute von heute, es wird noch mehr werden. So, jetzt warte ich wieder auf 100.000, dann machen wir das eine Feld da noch, dann kriegen wir hier auch mehr Geld. Wie schaut es mit unseren Upgrades aus? Das wird wahrscheinlich nur dauern. Ich guck mal. Man könnte man eigentlich machen. Aber ich wollte was anderes machen. Wir werden jetzt hier weiter das einnehmen. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen was weiterbringen. Es ist irrsinnig hart hier. Die wichtigen Tower, was verboten sind, das geht einfach nicht. Ich kann nicht ohne Spike Factory hier. Das ist. Ja, es ist einfach zu hart. Ne? Trauen wir es uns zu, Leute. Wir werden so in die Fresse kriegen. Und probieren. Probieren geht über Studieren. Aber ich sag's euch: harte Nuss, wir werden so in die Fresse kriegen. Ne? Wir werden so in die Fresse kriegen. Aber es ist eine interessante Strecke. Die haben wir noch nicht oft gehabt. Keine Spec Factory. Das tut doch im Magen weh. So, dann nehmen wir das hier. Dass die Tower günstiger sind. Und dann gehen wir es gleich an. Ich würde sagen, gleich einmal den da zu Beginn. Der ist nicht schlecht. Rechts-Links-Upgrade. Dann unseren Freund hier. Der soll die alle zerschmettern und let's go. Na, fangen wir mal an. Let's go, let's go, let's go. We fight for 28. So, Wolf 2 haben wir auch noch unter Kontrolle. Ich hoffe, es kommt nicht zu schnell ein Stahlblon. Ich möchte so ein Kluganer hier hin. So. Ah, der ist auch verboten. Scheiße. Ah, das ist ja richtig blöde. Boah, das ist ja. Das ist dämlich. Naja, okay, dann müssen wir mehr Tech-Shooter einfach nehmen. Dann haben wir das Problem auch gelöst. So, ein bisschen mehr Range. So, Wave 3. Wave 4. So, Wave 5, jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Ich brauche was gegen Stahlblons. Was nehmen wir denn? Nehmen wir den Zauberer. Zauberer ist immer gut. Den stellen wir hier hin. Oder hier. Den stellen wir hier hin, ist in der Range. Yes. Auf den stärksten, so blipplablo. Jetzt haben wir was gegen Stahlblons schon mal. Das würde ich als Vorteil betrachten. Geile Mucke übrigens. Artificial amateurs haunted all amazing.
So, läuft. Dann haben wir den Blitz, der tut uns auch ganz gut. Und jetzt upgraden wir hier mal. So, stapeln uns, aber das haben wir unter Kontrolle. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist... Oh, das hätte man nicht mal machen müssen, aber sicher, sicher. Ich will da kein Risiko eingehen. So, das haben wir. Jetzt den da. Oh, läuft doch, Leute, läuft doch. Da kann man doch nichts sagen. Wave 10 haben wir. So, mehr Range. Geht der jetzt darüber auch? Nein, leider nicht. Um einen Millimeter nicht. Aber wir könnten eine Spur vorsitzen. Das kostet zwar ein bisschen Geld mit dem Verkaufen und so, aber ich glaube, das bringt's. Wenn ich den daher setze, den, dann schießt der da auch rüber. Ne? Das hat auf jeden Fall auch Sinn. Dass die gleich von Anfang an auf die Fresse kriegen. So, und jetzt haben wir ein anderes Problem. Wenn wir das so machen. So. Okidoki. Das wird jetzt langsam zum Problem hier. Brauche einen zweiten hier. Ja, ist ja nur ausgegangen, aber sehr, sehr knapp schon. Sicher ist was anderes, Leute. Sicher ist was anderes. Was wir bräuchten, wäre den da voll abgegradet. Wie viel kosten? Gucken. 2,5. Scheiße. Ja, müssen wir sparen jetzt. Alles andere bringt uns auch nicht vorwärts. Ne? Ja, Hammer gleich. Ist schneller gegangen, als ich dachte. Wave 13 haben wir. So, sehr schön. Jetzt haben wir das. Jetzt gibt es Rumpse-Bumpse da oben. Jetzt müssen wir langsam gegen Bosse was machen. Wir werden den hier auch noch upgraden. Oh, sogar die Keramiks gehen schön drauf. So loben wir das. So, da unten nehmen wir den da noch. Der soll die auch zerfetzen. Noch einmal 2.500 wird den... Oh, scheiße. Boss. Den müssen wir zerstören. Den müssen wir zerstören. Wir brauchen sofort die Kanone. Sonst haben wir ein Problem. So, zack, zack, zack. Sonst haben wir ein richtiges Problem. Wir brauchen Kanone. Und nicht nur eine, wir brauchen noch eine. So, das heißt... Was heißt das? Oh, lass mich überlegen, wie machen wir das? Scheiße, dass die Spike Factory nicht nehmen kannst. Das ist wirklich blöd. Aber ist halt so, damit müssen wir klarkommen. So, wir brauchen ein zweites Dorf. Und zwar hier, wenn wir das hinter, wenn wir den ganzen Sniper und das Zeug hin. Ey, wir haben noch gar keine Palme gemacht, merke ich. Mann, bin ich ein Dödel. Gehen wir das Dorf hier hin. Und dann machen wir eine Palme hier schnell hin. Oh Gott, jetzt wird es aber schon viel. Das ist das Problem. Wir brauchen nämlich auch ein bisschen Geld. Das ist zwar ein bisschen spät für die Palme, aber besser spät denn gar nicht. Müssen wir jetzt zumindest ein bisschen Geld kriegen. Dass wir ein, zwei wenigstens haben. Dass wir hier ein bisschen Moos rauskriegen. So, jetzt haben wir ein anderes Problem. Ah, wie mache ich denn das jetzt? Scheiße! Kanone. Am stärksten. Zack, 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 zack. Das auf jeden Fall. Ja, das ist die einzige Chance, was wir gehabt haben. Und die haben wir auch gut genützt, muss ich sagen. Es läuft. Den können wir noch upgraden. Machen wir. So, dann nehmen wir noch eine zweite Palme. So, dass wir zwei haben. So, mehr wie zwei sind jetzt nicht drin. Oder eine dritte vielleicht noch. Eine dritte können wir noch machen. Ja, wir brauchen wirklich Kohle.
Jetzt wird es nämlich schon richtig dreckig. So, lassen wir das jetzt. Und jetzt machen wir rundenweise, weil das wird man hier zu riskant. Das ist wirklich schon nicht mehr easy peasy. Nicht angenehm. Das nehmen wir. So, nächste Runde nur upgraden und... Ja, beziehungsweise ich werde nichts mehr upgraden, das bringt's ja nicht. Wir werden jetzt das hier upgraden. Weil die verkaufen wir jetzt dann, im Gegenteil. So. Mal das da. So, bei 25. Zwei Kanonen kommen eigentlich ganz gut klar, muss ich sagen. Ich werde jetzt ein Super... Ist der Supermonkey wenigstens erlaubt? Oh, da haben wir gar keinen, oder was? Nee. Was mein... Oh, der ist auch verboten! Oh, du Scheiße. Boah, jetzt bin ich ein bisschen perplex, weil das ist schon blöd. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir zumindest von denen da noch ein bisschen und rüsten die gleich ordentlich aus. Wir brauchen einfach Damage, ne? Das kann man jetzt schön reden, wenn man will. So. So, jetzt verkaufen wir das alles. Weil ich riskiere hier nichts. Wir wollen das schaffen, liebe Leute. Wir wollen das schaffen. Wir nehmen den. Auf dem stärksten. Ah, Blödsinn, auf dem ersten reicht schon. Das passt schon so. So, das kostet zwar ein bisschen was, aber es bringt auch ein bisschen was. So, volle Wäsche dahin. Wir haben genug Kohle. Da geht es in einen aus. Das kostet nicht so viel und der bringt ordentlich Wumms in die Hose hier. So, was können wir noch machen? So ein Tower hier hinten noch. Da mache ich die vordere Sache, falls mal irgendwas vorbeikommt, ne? Dann werden wir hier unten noch so einen hin. Bam, 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 bam. So, und jetzt sollten wir eigentlich sicher sein. So, den da oben noch. So, und noch einen hier. So, das sollte jetzt eigentlich reichen, dass wir den Sieg in der Tasche haben. Wave 27 von 28. Sieht gut aus, Leute. Wir zerstören alles hier. Überall sind Tower, das ist auch nicht so schlecht. So. Gebe ich hier sogar nochmal einen hin. Ich meine, ich kann einen Shirt, ne? Und letzte Wave, 28. Oh, da kommen sehr viele Bosse. Jetzt wissen wir, warum wir den da hinten haben, den da. Der macht doch guten Damage. Jawohl, diese Tech-Shooter sind phänomenal. Ihr seht, da kommt einiges an, aber wir machen das souverän und professionell. Jawohl, so geht es, Leute. Hauen rein, ey, wie die reinhauen hier, die John Rambos. Woo! Geschafft, nice one. Good job, Jungs. Habt ihr schön gemacht und wir kassieren hier ein bisschen ab. So, jetzt können wir hier was bauen. Und fragen wir gerade, was bauen wir denn hier? So, wie sieht's hier aus? Schauen wir mal rein. What? 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 Wollt ihr mich verarschen? Zieht euch das rein, was hier reinkommt. Holy moly, Motherpunkt. 30.000 zum Start. Da sind wir dabei. Das wird lustig jetzt, Leute. Das wird Partytime mit geiler Mucke übrigens. Da kommt gleich Stimmung auf. Alle, habt ihr gesehen, was da kommt? Da scheißt der Hund die Wand an. Saftig, saftig. 10. 10. 30, 80. So. Oh, auf das freue ich mich jetzt aber wirklich. Wow, das wird jetzt was werden. Wir gehen's an. Das wird spannend. Kriegen wir auch ordentlich was. Wow, das wird jetzt spannend werden. So, die kommen hier. Das ist der Moab-Killer-Partie hier. Ich kann sogar das machen. Brauchen wir aber gar nicht. Was wir aber nehmen werden, ist das da. So, zum Aktivieren werden wir die nehmen. Wir werden die zum Aktivieren nehmen. Ich glaube, das ist das Gescheiteste. So, das
Ja. So, dann verkaufen wir den wieder, beziehungsweise wir nehmen dann noch was anderes. Wir verkaufen den, ja, machen wir anders. Dann da vorne hin. Und wir nehmen hier gegen Bosse etwas. Wir brauchen einfach nur gegen Bosse. Boss, 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 Boss. So, einfach nur gegen Bosse die Scheiße hier. So. Und let's go. Welcome to the hell. So, Brief 1 von 3. Das ist natürlich, das dauert ein bisschen hier, bis wir das alles haben. So, der wird hier anecken, das ist nicht das Problem. Wir brauchen nur mehr Kanonen. Wir müssen die Bosse hier einfach platt machen und den Rest, der sollte von alleine kommen. Ne? Es kommen ja lauter Bosse, aber wie gesagt, es sollte super funktionieren hier. Wir werden auch immer stärker, aber es kommt auch immer mehr. Sehr, sehr schöne Mission. Hey, die macht wirklich Spaß und die wird noch spannend werden, Leute. Die wird noch spannend werden. Aber da sehe ich derzeit zumindest kein Problem. So, Mission 2. Ah, Mission 2. Wave 2 kommt ganz durcheinander. So. Zack, 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 zack. Jetzt müssen wir das schon verwenden, anders geht's nicht. Das ist hart. So, auf dem stärksten schön. Ja, genau, lasst euch Zeit, damit ich schön viel Spikes habe. Nice one, nice one, nice one, Bloons. Ihr seid super, Bloons. So, jetzt lassen wir das einmal so durch, ich glaub. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.